Combo Clash Countdown. Es ist eine tolle Zeit, Gamer zu sein. Die letzten Jahre waren nur so überhäuft mit grandiosen Blockbuster-Titeln, die das Spielerherz höher schlagen ließen. Und während 2012 mit Kassenschlagern wie Dishonored und neuen Ablegern zum Mass Effect, Assassin's Creed oder Far Cry als das beste Spielerjahr aller Zeiten gilt, könnte es bereits dieses Jahr getoppt werden. 2013 erwarten uns so viele große Games, dass wir uns beim Komprimieren auf 10 Titel wirklich schwer taten. Um als ein Top-Spiel 2013 durchzugehen, muss ein Game tolle Neuerungen und interessantes Gameplay bieten, sich atmosphärisch von der Konkurrenz abheben oder alles zusammen. Dies sind die 10 Spiele, auf die wir uns im aktuellen Videospieljahr am meisten freuen. Platz 10. Die Alien-Spiele galten so wie die Filme schon immer als etwas Besonderes. Ein unvergleichlich bedrückendes Setting und zahlenmäßig überlegene Gegner sorgten selbst dem hartgesottensten Marine für nasse Unterhosen. Doch die beliebte Reihe hat in den letzten Jahren aufgrund mittelmäßiger Spiele an Fahrt verloren. 2013 soll sich das mit Hilfe der Macher von Borderlands ändern. Colonial Marines ist ein Spiel, welches direkt mit dem zweiten und besten Filmteil verwoben ist. Mit einer Gruppe von Marines landen wir auf LV-426, wo wir nach dem verschollenen Infanterieteam rund um Ripley und Hicks suchen sollen. Nichtsahnend betreten wir Hadley's Hope, wo wir nicht nur die Spuren unserer Kameraden vorfinden, denn die Alienbrut hat es sich bereits in den engen Gängen der Siedlung bequem gemacht. Hitzige Gefechte mit dem unbarmherzigen Feind und jede Menge klaustrophobischer Panik sind vorprogrammiert. Wenn etwas an modernen Spielen besonders kritisiert wird, dann ist es der niedrige Schwierigkeitsgrad. Mangelnde Herausforderungen, Checkpoints ohne Ende und Protagonisten mit unendlich vielen Leben sollen dafür sorgen, dass ein Gamer das Spiel auch zur Gänze erleben kann. Bei Dark Souls sieht die Sache ganz anders aus. Der erste Teil galt sofort nach dem Release als eines der härtesten Spiele aller Zeiten. Auch der zweite Teil des Action-RPGs wird sich über die brutale Schwierigkeitsstufe definieren, die einen fast unüberwindbaren Test für die Skills eines jeden Zocker-Veteranen darstellt. Ganz anders als bei vielen anderen aktuellen Spielen werden Gamer, die Dark Souls bewältigen, mit Ehrgefühl und Stolz erfüllt. Emotionen, die nur wenige Games heutzutage hervorrufen können. Wir sind gespannt, welche gnadenlosen Gegner uns diesmal die Hölle heiß machen werden. Platz 8. Capcom's Remember Me hat sich weit mehr Rampenlicht verdient, als es aktuell erhält. Das grandiose Setting allein hat es uns schon angetan. Wir erleben eine Zeit, in der sich der Handel und die Beeinflussung von persönlichen Gedanken zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für große Unternehmen entwickelt hat. In dem unverbrauchten Cyberpunk-Setting spielen wir die Gedankenjägerin Neelin, deren Gedächtnis ausgelöscht wurde, um sie aus dem Weg zu räumen. Ausgestattet mit der mächtigen Fähigkeit, die Gedanken von Figuren der Spielwelt zu manipulieren, begibt sie sich auf die Suche nach ihren eigenen Erinnerungen, um dabei eine Verschwörung aufzudecken. Die kreativ gestaltete Umgebung von Neo Paris und die spannende Frage danach, was passiert, wenn Menschen freiwillig ihre Emotionen und Gedanken mit Großkonzernen teilen, macht uns verdammt ungeduldig. Remember Me, wir werden dich nicht vergessen. Platz 7. Es gab eine Zeit, da kam man als Spieler einfach nicht an Lara Croft vorbei. Die taffe Forscherin mit dem Drang zu ballern galt als Paradebeispiel für tolles Game Design. Als weibliche Indiana Jones war sie ein Prototyp für moderne Third-Person-Shooter und die wichtigste Vorlage für Nathan Drake und die Uncharted-Reihe. Doch nach dem x-ten Tomb Raider-Teil verloren Gamer das Interesse an dem in die Jahre gekommenen Gameplay. Tomb Raider verschwand samt der stereotypen Actionheldin in der Versenkung. Dieses Jahr wird das Franchise wiedererweckt. Eine viel glaubwürdigere, verletzliche Lara Croft wird ohne es zu wissen aufgrund einer Schiffbrust in ihr erstes Abenteuer geworfen. Den Gefahren einer unbarmherzigen Insel ausgesetzt, muss sie über sich hinauswachsen, um zu überleben. Dabei sehen wir, wie Lara von der Gejagten zur Jägerin wird. Wir erwarten uns das actionreichste Tomb Raider aller Zeiten. Der erste Teil von Bioshock entführte die Gamer in die fantastische Unterwasserwelt von Rapture.
Dort sollte ein Paradies der Wissenschaft und der Vernunft geschaffen werden. Der Spieler fand jedoch eine verrückte Welt der Verwüstung und der blanken Anarchie vor. Ähnlich wie beim ersten Teil möchte man auch Bioshock Infinite zu einem abgedrehten Abenteuer in einer einzigartigen Welt machen. Das alternative Columbia der 1920er ist eine fliegende Stadt, die vom Aufstand gegen religiöse und politische Führer geprägt ist. Obwohl man bloß ein Mädchen finden und nach New York zurückbringen soll, wird man in die vorherrschenden komplexen Ereignisse verwickelt. Wir freuen uns nicht nur auf die kreativen Waffen, sondern auch auf Elizabeth und die übermenschlichen Fähigkeiten. Außerdem wurde eine Story versprochen, die mit vielen Tabus bricht und für Gänsehaut sorgen wird. Oh, Gott. Platz 5. Aufgrund der witzig verpackten Gesellschaftskritik gelten die Abenteuer von Kyle, Stan, Kenny und Cartman als eine der kultigsten Serien aller Zeiten. Und dass die Macher etwas vom Videospielen verstehen, weiß man spätestens seit den Folgen Guitar Hero und Make Love Not Warcraft. Stadt der Wahrheit ist ein RPG, das am kreativsten Ort der Welt stattfindet, in der Fantasie der Sonderbahn Viertklässler. Das Spiel präsentiert sich stilistisch zur Gänze im Look der Serie und wird auch inhaltlich geprägt von den Geschehnissen des South Park-Universums sein. Nachdem der sagenumwobene Stab der Wahrheit plötzlich verschwindet, bricht ein Kampf zwischen Gut und Böse aus, den nur der Spieler wieder beenden kann. Als neues Kind am Schulhof erfährt man, wie episch die Suche nach Anerkennung in einer Welt voller Hippies, Vampirkindern und Krabbenmenschen sein kann. Kevin, goddammit. Platz 4. Wann immer neues Spielmaterial zum Metro Last Light auftaucht, wird es bei uns ganz still. Schon seit dem ersten Trailer wissen wir, dies ist kein gewöhnlicher Shooter. Der depressive Ton des Spiels zieht uns sofort runter, runter in die U-Bahn von Moskau. In den Katakomben eines zerstörten Russlands lebend, ist die einzige Devise der Menschen nur das Überleben. Das Spiel vermischt Ballereien, Stealth-Sektionen und Survival-Horror im atemberaubenden Setting eines vom Atomkrieg unbewohnbar gemachten Moskau. Auf der gefährlichen Oberfläche muss man plündern und sparsam mit der Munition umgehen, während man gleichzeitig Menschen und Mutanten zum Feind hat. In den gezeigten Gameplay-Sequenzen kann man erkennen, wie gut es den Entwicklern gelungen ist, Fantasie und Realismus miteinander zu verschmelzen. Wir reiben die Hände und freuen uns auf die grausamen Bestien, die in den Schatten der zerstörten Welt auf uns lauern. In The Last of Us verfolgen wir das ungleiche Duo von Joel und Ellie. Sie haben sich in einer postapokalyptischen Welt verbündet, in der Freundschaft ein spärlich gesätes Gut ist. Aufgrund einer Pilzinfektion wurde ein Teil der Menschheit zu Zombies, der Rest hat sich verbunkert und versucht die Seuche zu überstehen. Die grausamen Umstände haben viele zu Plünderern und Verbrechern gemacht. Es regiert das Chaos und das Recht der Stärkeren. The Last of Us ist ein extrem brutaler Shooter, in dem man besonders vorsichtig agieren muss. Gegner lassen sich nicht nur mit vorgegebenen, sondern auch improvisierten Waffen ausschalten. Die emotionale Story und der unglaubliche Realismus im Spiel machen das Warten auf diesen Titel so schwer. Dabei tritt The Last of Us in große Fußstapfen. Schließlich stecken Naughty Dog, die Schöpfer von Crash Bandicoot und Uncharted hinter diesem beachtenswerten Spiel. Platz 2. Lange mussten wir uns gedulden, da Rockstar ein großes Geheimnis rund um den neuesten Ableger der GTA-Serie gemacht hat. Doch nun ist das Spiel in greifbarer Nähe. GTA 5 wartet nicht nur mit einem, sondern gleich mit drei Hauptcharakteren auf, die wir in einer verwobenen Geschichte steuern dürfen. Zu Land, zu Wasser und in der Luft werden wir unzählige Missionen erledigen und vertrauen darauf, dass das Spiel mit dem serientypischen schwarzen Humor gewürzt wurde. Viele der Hauptmissionen drehen sich um Raubüberfälle, die das Gangster-Trio plant und durchführt. Dabei sind wir besonders auf das Wechselfeature gespannt, mit dem man zu jeder Zeit beliebig zwischen den Charakteren hin und her springen kann. Ohne zu viel zu versprechen, kann man sich mit GTA 5 Rockstars bisher größtes Gangster-Epos erwarten. Das liegt mitunter an der gigantischen Spielwelt, die laut Angaben des Entwicklers größer als der Areal von GTA 4, Red Dead Redemption und dem originalen San Andreas zusammen sein soll. Platz 1.
größte Überraschung der vergangenen E3 in Los Angeles war ohne Zweifel Watch Dogs mit seinem erfrischend neuen Spielkonzept. In naher Zukunft werden Städte von modernen Computersystemen gesteuert, die die Kontrolle über die Elektronik und Technik aller öffentlichen Einrichtungen samt deren Überwachung innehaben. Der Hacker Aiden kann sich in dieses CTOS einschleusen und das Netzwerk für seine Absichten instrumentalisieren. Dadurch erlangt er neben dem Zugriff auf Kameras und Ampeln auch Einsicht in die Smartphones von Passanten. Viel ist bisher nicht bekannt über die Geschichte von Watch Dogs. Auch was sich aus allen den bereits bekannten Tools in diesem Open-World-Spiel machen lässt, kann man im Moment nur erahnen. Erste Gameplay-Szenen zeigen auf jeden Fall, dass Ubisofts Überraschungstitel das schaurig realitätsnahe Setting mit der Prämisse der absoluten Vernetztheit richtig gut hinbekommen hat. Mit der Präsentation dieses Titels hat sich Ubisoft in unser Hirn gehackt. Wer ist Aiden? Für wen kämpft er? Was sind seine Ziele? Watch Dogs ist das Spiel, auf das wir uns 2013 am meisten freuen.